Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich den Crackle-Effekt gießen, aber dann mit einem Pearl Mica Powder. Und ich habe mir hier dafür die runde Form von Molds and Shapes rausgesucht. Das ist die Untersetzerform und die ist, finde ich, also immer noch wunderschön. Das ist eine von den Basisformen, die Molds and Shapes hat. Und ich gieße unheimlich gerne in dieser einfachen, runden Form. Ich habe gedacht, die suche ich mir jetzt raus. Und ich gieße jetzt hier mein klares Harz in die Form hinein. Ich verwende hier das Ultracast Harz und das hat eine mittlere Viskosität und ist wirklich wunderbar für solche Effekte geeignet. Also ich arbeite ja am liebsten mit mittelviskosen Harzen. Ich glaube, das habt ihr auch schon mitbekommen. Ja, und das gieße ich mir jetzt hier als klare Schicht in meine Form, sodass der Boden bedeckt ist. Dann nehme ich hier mein Pearl Mica. Ich habe mir da so ein bisschen angemischt. Und das ist das Interference Pearl. Das ist von Etta Art. Und das gieße ich mir jetzt gleich auch in so einem Paddel in meine Form hinein. Verteile das, was ich habe. Ich habe es nicht abgewogen. Ich gucke immer so nach Augenmaß. Wie komme ich so klar? Und ja, meistens haut es hin. Und ihr könnt wahrscheinlich so ein bisschen abschätzen, wie viel Harz ich hier in die Form gebe. Ungefähr. Also ihr seht das anhand des Paddels. Ich versuche mir das auch richtig gut aufzuteilen, damit ich überall gleiche Anzahl oder ungefähr gleichmäßig alles verteilt habe. Da seht ihr das, dass ich das richtig schön in die Mitte hineingebe und halt aufteile. Ja, ich bin gerade ein bisschen müde. Ich war das Wochenende im Schwarzwald. Ich habe die liebe Sandra Rettig besucht. Also wir hatten wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende. Aber es ist natürlich auch anstrengend. Wir haben viel gegossen, wir haben natürlich auch viel geredet. Dann sind die Abende lang geworden. Und heute war die Heimfahrt 6 Stunden und ja, das bleibt nicht einfach so in den Klamotten hängen. Also ich bin doch relativ müde. So, jetzt nehme ich hier meine Resin Ink, das ist von Octopus. Die erste Farbe ist Pumpkin und ich gebe 2 Tropfen in die Mitte hinein. Die zweite Farbe ist das Sweet Cherry, wunderschöner Rotton. Da gebe ich auch 2 Tropfen von rein. Die dritte Farbe wird das Butterscotch sein. Ich liebe diesen Gelbton. Nicht jeder liebt Gelb. Ich mochte früher auch Gelb nicht leiden, aber ich finde, Gelb ist eine sehr unterschätzte Farbe. Also ich finde Gelb wirklich mittlerweile sehr, sehr schön. Und meine letzte Farbe ist das Bottle Green, ebenfalls von Octopus. Ich verlinke alle Produkte, die ich verwende, in meine Beschreibungsbox. Da sind auch die Rabattcodes. Schaut einfach mal rein. Da habe ich mir jetzt einen Mix gemacht aus Bottle Green, den weißen Pigment Drops und ich habe gedacht, das Ganze gieße ich mir jetzt auf, auch nochmal als Paddel auf meine Farben drauf. Keine Ahnung, ob das einen netten Effekt gibt oder nicht. Ich habe es einfach ausprobiert. Ich werde hier an dieser Art zu gießen auch noch mal ein bisschen mehr arbeiten, weil mir gefällt es im Prinzip ganz gut. Nur ich möchte dann die Effekte noch ein bisschen stärker haben. Von daher, also da teste ich mich gerade so ein bisschen aus. Ich finde aber diesen Grünton hier richtig mega und ich denke mal, da werde ich auch mal mit dieser Farbe eine 3D-Blume gießen, weil das gefällt mir richtig gut. So, jetzt gieße ich mir die Form auf, gebe mein klares Harz in die Mitte hinein, so dass meine Form so ganz leicht domt, dass ich halt keine Ränder mehr habe, die ich da irgendwie entgraten muss. Da achte ich, wenn es geht, achte ich darauf, dass ich wirklich meine Form hoch genug fülle. Deswegen mixe ich mir in der Regel auch immer genug Harz an. Ja, meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen. Ich hatte letzte Woche auch eine Erkältung und ganz ist das Ganze noch nicht weg. Aber ich hoffe, es geht. Ich hoffe, ihr könnt meine Stimme ertragen.
So, jetzt habe ich das Harz halt in die Mitte gegeben und dann kann das Ganze auch nachher schön arbeiten. Gehe jetzt hier nochmal mit dem Sturmfeuerzeug kurz drüber und dann suche ich mir was für die Mitte. Und da habe ich gedacht, ich nehme so kleine Glascracks in Gold und gebe mir die in die Mitte hinein. Das kommt jetzt gleich. Möchte da aber nicht ganz so viel reingeben, also nehme ich also wirklich nur so ein paar in meine Hand und ja, streue die so ganz leicht in die Mitte meiner Form. Das seht ihr hier. So, und dann nehme ich mir gleich mein Dotting-Tool und stupse mir so ein bisschen die Glassteinchen nach unten. Hier bitte immer vorsichtig sein, dass ihr euch die Form nicht zerkratzt, weil die Glassteinchen sind natürlich auch ein bisschen scharfkantiger und es wäre halt schade, wenn ihr dann Abdrücke in der Form habt. Und seid auch vorsichtig mit dem Dotting-Tool, nicht, dass ihr da am Boden entlang kratzt. Also arbeitet möglichst an der Oberfläche und stupst nur die Steinchen so ein bisschen hinein. Wäre schade, wenn ihr euch die Form zerkratzen würdet. Auch mit dem Sturmfeuerzeug seid ihr immer sehr vorsichtig, dass ihr euer Harz nicht verbrennt oder gar eure Form. So, und jetzt kommt eine kleine Timelapse und da seht ihr auch, wie das Harz arbeitet, wie sich schön dieser Pearl Mica nach außen drängt und wie die Rieseninks schrumpfen. Und das ist schon der nächste Tag. Ich kann informieren, das sind ungefähr 24 Stunden später. Ihr seht, das ist wirklich gut ausgehärtet. Und dann bin ich mal gespannt, ob man noch von den Farben was sieht und ob da irgendwelche Effekte gekommen sind. Also da bin ich echt jetzt mega neugierig. Jetzt kommt erst das Orangefarbene. Und schaut mal. Ihr habt da so ganz leichten Hauch von dem Orangenen. Auch ein kleines bisschen von dem Grün. Mit dem Pigment Drops, die ich mir da zurecht gemischt habe. Und dieser tolle Crackle-Effekt von dem Pearl. Gefällt mir sehr gut. Und hier auch bei dem Gelb ist es sehr ähnlich, ist nur sehr dezent. Also ich denke mal mit kräftigeren Tönen sieht es besser aus, aber ihr seht da richtig schönen 3D-Effekt. Das ist jetzt hier das Bottle Green. Und da auch in der Mitte habt ihr so diese schönen Puffy, ich sage mal Puffy Blütenblätter. Also da sind schöne Effekte drin. Und jetzt kommt mein Lieblingsuntersetzer, und das ist der mit dem Sweet Cherry. Und schaut mal, da haben sich die Farben richtig schön eingearbeitet. In der Mitte ist richtig wie eine Blume. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist wirklich mein Lieblingsuntersetzer. Und da werde ich auch noch dran arbeiten, dass ich da irgendwie noch bessere Effekte erzielen kann. Aber mir gefällt das schon mal ganz gut. Hier ist jetzt noch das Endvideo. Ich habe die Ränder noch in Gold angemalt. Ich finde, das macht das Ganze sehr, sehr edel. Und ja, ich verabschiede mich hiermit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dann, eure Petra. Tschüss.